Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flight Simulator 2020 mit mir, dem Underwater Frank. Wir fliegen heute mal mit dem Aviate Pits Special 2S, S2S. Das ist ja mehr so ein Kunstflugzeug, aber ich wollte es halt mal testen und mal ein bisschen mit euch über Madeira fliegen, weil es hat sich jemand auch gewünscht in den Kommentaren, dass wir uns mal Madeira ein bisschen angucken. Ich habe jetzt hier vom Wetter, habe ich jetzt mal Live-Wetter eingestellt. Ist jetzt natürlich ein bisschen, vielleicht stellen wir das währenddessen nochmal um, müssen mal schauen, ob wir da genug sehen. Live-Verkehr habe ich auf jeden Fall drin. Ja, Standard habe ich jetzt erstmal das Wetter. Ich weiß gar nicht, wie spät jetzt. So, können wir auch 12 Uhr eigentlich nehmen, geht auch. Ist auch okay. Gut, denn wir starten hier in Madeira. Und zwar von hier vorne, von der Start, von der Startbahn. 39 Grad. Kommt gerade der Wind, 13 Knoten. Hier sehen wir auch schon Flugzeuge wieder rumfliegen. Ist halt mit dem Live-Verkehr. Da sieht man dann halt auch andere Flugzeuge fliegen. Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt einfach mal unsere Platzrunde. Fliegen ein bisschen über Madeira. Schauen uns ein bisschen Madeira an. So groß ist es ja nicht. Und dann legen wir los. Also mit dem Kunstflugzeug ist gar nicht so einfach. Ist halt wirklich sehr sensibel. Also da muss man wirklich schon aufpassen. Auch bei der Landung fand ich es halt sehr, sehr schwer. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir eine gute Landung hinkriegen. Ich bin auf jeden Fall so vorsichtig wie möglich. Und weil sie kippt halt auch schnell nach vorne. Und ja, also ist halt wirklich sehr sensibel. Aber es ist wahrscheinlich normal bei Kunstflugzeugen, dass die halt so sensibel sind. So, ich hoffe, dass der Tower jetzt alles ordentlich funktioniert. So, wir sind jetzt hier im Flugzeug. Erstmal machen wir den Steuerhorn weg. So, jetzt geht's los. So sieht das Flugzeug aus. Hier unten kann man sogar durchgucken. Genau. Und wir, ja, halten uns hier vorne eigentlich dran. So, dann legen wir los, würde ich sagen. Machen wir die Checkliste auf. Und los geht's. So, erstmal Bremsen einstellen. Weil das, also das Flugzeug hat ja jetzt keine Parkbremse. Deswegen müssten wir rein theoretisch jetzt die Bremsen gedrückt halten. Da müssen wir einmal nochmal bewerten lassen. Bremsen. So, und hier zum Beispiel. Hier müssen wir. Hier, da auf Off stellen. Also das linke Off, ne? Das linke Off. So, Gemisch ist fett. Das haben wir auch eingestellt. Propelleranzahl auf. Propelleranzahl auf 100. So, hier ein Viertel auf. Können wir auch hier nochmal. Ein bisschen mit dem Schub, mit dem Schubregler. Ich guck mal gerade, wie hat er das jetzt eingestellt? Hat er jetzt auf 19, können wir noch ein bisschen mehr. 25. So, Batteriehauptschalter ein. Treibstoffpumpe. 2 bis 3 Sekunden. So, Gemisch. Und jetzt sagt er nämlich, jetzt sollen wir nämlich das Gemisch auf Leerlauf. Bloß dann startet auf jeden Fall das Flugzeug nicht. Ich hab's jetzt auf Cut. Auf Cut, okay. Mal gucken. Ich glaube, jetzt startet er nämlich nicht. Jetzt geht er nämlich aus und jetzt müssen wir. Jetzt ist er an, ne? Genau. Oh, er geht schon los. Oh, 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 oh. Ich mach mal kurz Schub weg. So, jetzt können wir auf jeden Fall hier Lichtmaschinenschalter ein. Avionics können wir noch einschalten. Und dann geht es auch schon los. Dann sind wir hiermit durch. Und funken den Tower an. Können uns erstmal hier alles ansagen lassen. Wie die Wetterverhältnisse sind. Wie der Taupunkt ist. Und ganz wichtig halt hier vorne. Hören wir uns mal kurz an. Wind ist bei 46. Wind ist bei
Advise Controller on initial contact, you have Alpha. Okay. So, jetzt kommt der Taupunkt hier nochmal. Und Höhenmesser ist bei 29,98. Okay, warte. Dann brauchen wir jetzt 29 hier. 29,98. So, wir machen jetzt Verbleib in der Platzrunde. Wie gesagt, nehmt halt den Schub komplett runter, damit ihr stehen bleibt. Dann braucht ihr nicht die Bremse die ganze Zeit gedrückt halten. So, wir legen los. Achso, hier können wir gleich drehen. Ja. So, Rollfreigabe bestätigen. Siehst du, wir müssen jetzt auf die linke Seite, genau. Wir müssen jetzt nämlich bei der anderen Startpiste starten, weil ich jetzt halt, weil der Wind jetzt nämlich aus der anderen Richtung kommt. Deswegen müssen wir jetzt von der Seite starten. Also ich würde immer für jeden, der neu jetzt in dem Spiel ist, würde ich eher mehr die Cessna empfehlen. Ne, das ist halt ein gutes Flugzeug, um zu üben. Und die hier ist auf jeden Fall, finde ich, schon ein bisschen schwerer. Und ja. Cessna ist wirklich ein gutes Einsteigerflugzeug. Ich will mich auf jeden Fall mal mit der CJ4 mal vertraut machen. Das ist ein Privatjet, Düsenjet. Ja, mit dem würde ich mich auf jeden Fall mal vertraut machen. Und dann können wir nächstes Mal auf jeden Fall mal schön mit der CJ4 fliegen. So, schon mal ein bisschen Schub wegnehmen hier. So, hier müssen wir jetzt stehen bleiben. Ein bisschen können wir noch. Jetzt müsste sich der Tower gleich wieder melden. So, ich bleibe jetzt hier stehen. Startfreigabe. Madeira Tower, Frankie, Uniform, Whiskey, Foxtrot, ready for touch. Piste 5 ist das, genau. Die andere Seite ist nämlich, glaube ich, 23. Frankie, Uniform, Whiskey, Foxtrot, cleared for takeoff, runway 5, right touch and go approved. Okay, dann los. Startfreigabe bestätigen, los geht's. Cleared for takeoff, runway 5, Frankie, Uniform, Whiskey, Foxtrot. So, und dann geht's los. Also wir können mit der Maschine, glaube ich, schon so bei aller spätestens bei 65 Knoten, die hebt schon von ganz alleine dann ab. So, los geht's. Haben alles soweit eingestellt. So, wir fliegen erstmal eine Runde, würde ich sagen. Ja, ihr seht schon. Die ist auf jeden Fall, ja, sehr, sehr agil. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Drehung machen. Dafür sind die Flugzeuge halt gemacht, ne? So, wir fliegen erstmal, würde ich sagen, ein bisschen hier durch. Gucken wir uns ein bisschen Madeira an. Auf jeden Fall mal hier das mal weg. So, wir gucken mal, ob wir ein bisschen trimmen können. Wenigstens ein bisschen. So, Speed können wir ein bisschen runternehmen. Fliegen mal ein bisschen weiter. Landesinnere. Ja, ziemlich viele Wolken hier gerade. Versuchen wir noch ein bisschen zu trimmen.
uns das mal von innen angucken. Das sieht schon echt schick aus. So, gehen wir wieder in die Außenperspektive. Man sieht zum Beispiel auch, ich versuche mal ein bisschen normal mal zu trimmen, dass wir ein bisschen steigen. So, dann gucken wir uns das mal von innen an. Da kann man jetzt nämlich hier unten, sieht man das von oben mal so nach unten gesehen. Ist auch geil. Ist schon echt cool. So, ich würde sagen, fliegen mal Richtung Landebahn. Ich weiß auch gar nicht, die Insel ist glaube ich gar nicht so groß, ne? Wenn wir jetzt mal die Map aufmachen, ich muss mal wieder ein bisschen trimmen hier. Machen wir nochmal kurz die Map auf. Mal, wie viel haben wir jetzt schon geschafft von der Insel? Okay, doch, ist schon noch ein ganz schönes Ende. Ist schon noch ein ganz schönes Ende. Auf jeden Fall. Ah, Madeira ist schon echt schön. Können wir mal gucken. Vielleicht das Wetter noch ein bisschen umstellen. Ja, warte. Wetter. Können wir mal machen hier wenige Wolken. Sieht man ein bisschen mehr von der Insel. So, da hinten ist auf jeden Fall die Landebahn. Da hinten ist der Flughafen. Ich guck mal gerade. Mal ein bisschen nochmal trimmen hier. So, warte, jetzt funkt er uns an. Landefreigabe bestätigen. Clear touch and go runway 5 Frankie Uniform Whiskey Foxtrot. Aber ich wollte eigentlich eher eine vollständige Landung. Kann man nicht eine vollständige? Oh, da kommt glaube ich ein anderes Flugzeug. Jetzt kommt da gerade ein anderes Flugzeug. Das ist cool auf jeden Fall. Ich glaube, da will gerade wirklich einer landen. Wir können mal die Karte aufmachen. Wir den auf der Karte sehen. Mal ein bisschen trimmen. Und auch schon bei 5000 Fuß schon. Warte. Karte. Ist da ein Flugzeug? Ja, da landet gerade einer, ja. Da landet gerade einer. Geil. Nice. So, wir fliegen mal Richtung Flughafen. Bisschen Speed rausnehmen hier. Bisschen, so ein bisschen sinken wieder. Ja, der Flughafen ist halt echt ziemlich niedrig. Halt direkt am Meer. Ja, ein bisschen Gas können wir noch geben hier. Wir müssen auf jeden Fall sinken jetzt. Ich mache hier gar nichts mit der Maus. So. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall von Piste 5 landen. Das ist auf jeden Fall auf dieser Seite. So, wir müssen weiter runter. Weiter runter. Wir müssen ein bisschen sinken. Wir fliegen jetzt erstmal geradeaus.
sinken jetzt erstmal. Weil wenn man jetzt mal nach hinten guckt. Ja. Die Berge, das ist schon. Geht auf jeden Fall ziemlicher Höhenunterschied hier. Von der, vom Flughafen bis zum Landesinneren hier. Mal gucken, Flughafen mal schauen. Wo ist er? Du bist gerade hier. Zeigt er mir gerade nicht an. Achso, ja genau, kann man so machen. Guck mal gerade, ob ich nochmal einen Screenshot machen kann. Ah, da hat er das da oben noch auf, okay. Haben wir noch die Straße. Ja, okay. Ah, zu spät. So, dann versuchen wir nochmal zu landen. Landeerlaubnis haben wir ja. Müssen wir bloß ordentlich runtergehen hier. Noch bei 3.500 Fuß. Ja, ein bisschen Schub brauchen wir auf jeden Fall noch. Das hat noch deutlich zu schnell. Landeklappen hat er hier leider nicht. Mal gerade, ob er das hier irgendwie. Ah, das sieht man nicht, ne? Also, ich glaube, wir sind noch deutlich zu hoch. Jetzt komplett vom Schub runter. Ne, da sind wir noch deutlich zu hoch. Müssen wir noch mal eine Runde drehen hier. Da müssen wir noch mal eine Runde drehen. Mal kurz ein bisschen durchstarten. Ja, weil wir halt von oben so, ne, oben runter kamen. Das ist halt echt schnell, ne? Also, drehen wir nochmal lieber ein bisschen. Ein bisschen an Höhe verlieren. Ich wollte ihn jetzt auch nicht so runter prügeln. So, drehen wir nochmal. Oh, 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 oh. Sind wir so niedrig schon, oder was? Nein. So, jetzt nochmal probieren. So, jetzt vom Speed runter hier. Oha. Komm, geh komplett runter hier. Ein bisschen Speed kommen. Oh, ich krieg ihn gar nicht richtig gehalten hier. Ein bisschen Speed müssen wir noch machen. Sind wir schon unter 1000 Fuß. Alter, was ist mit dem Wind hier? Oh, jetzt komplett weg. Jetzt komplett weg. Jetzt müssen wir runter. Jetzt haben wir auf jeden Fall genügend Zeit, hier runterzukommen. Jetzt halt nur aufpassen. Oh Gott. Jetzt sind wir natürlich da an der Ausfahrt dann vorbei. Das sollte aber passen, oder? Bis nach oben noch. So. Boah, muss einmal drehen hier. Einmal drehen, aber der Tower meldet sich auch gar nicht mehr, ne? Das, ich glaube, der Tower hier ist auch ein bisschen buggy. Das war, also, ja. Weil das habe ich vorhin nämlich auch gehabt, wo ich hier getestet habe.
habe ich halt hier, ich bleib mal kurz stehen. Bleib hier mal kurz stehen. Ja, wir können eigentlich noch ein bisschen weiter rollen, ist schon okay. So, warte mal, wir fahren mal auf die. Können eigentlich auch hier stehen bleiben, oder? Oder müssen wir da hinten stehen bleiben? Ich glaube, wir können hier vorne auch stehen bleiben. Hier ist ja auch ein Parkplatz. Oh, Auto. So, warte mal. Tower sagt gar nichts mehr, ne. Deswegen, das hatte ich nämlich vorhin auch gehabt. Der hat sich dann auf einmal komplett ausgeschaltet. Gut. Dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt hier gleich stehen. Neben der anderen Maschine hier. So. Bleiben wir hier stehen. Gut. Schalten alles ab. Auf jeden Fall hier gemischt zum Beispiel. Dann können wir hier auch die Maschine abschalten. Nee, ich will nicht. Nein. Nein. Schalte ich ab. So, okay. Gut, dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Danke auf jeden Fall nochmal für den Vorschlag mit Madeira. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, gerne raus damit. Dann machen wir da auch nochmal einen kleinen Rundflug, wie ihr Bock habt. Auf jeden Fall will ich in einem der nächsten Videos mit der CJ4 fliegen. Mit dem Düsentriebwerk. Mit der, ich weiß nicht, CJ4. Ich glaube, weiß nicht, ob das eine Cessna war. Aber mit der wollte ich auf jeden Fall einmal fliegen. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal. Euer Underwaterfring. Tschüss.